Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Sendung. Heute zeige ich euch, wie man in einem Pool, der liegt jetzt hier ein bisschen rum, mal ein Flicken auf ein Loch aufträgt. Wie ihr seht, haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Sprich, wir haben schon mal das Loch gesucht und auch gefunden. Sprich, wir haben also erstmal Luft aufgepumpt und so weiter. Haben das Loch gefunden, haben das Loch mit einem Kreis markiert und werden jetzt auf dieses Loch ordentlich, vernünftig was auftragen können. Dazu nehmen wir uns ein Tuch, ein Stückchen Taschentuch oder Küchenrolle und so weiter, machen den Arbeitsbereich richtig sauber, trocken und so weiter. So. Ja, ist so ein bisschen klamm, so. Ihr könnt das natürlich auch an der Luft alles trocknen lassen, ist natürlich kein Problem. So, jetzt haben wir hier Flickzeug. Einmal Kleber, Schmirgelpapier und verschiedene Größen an Flicken. Da wir hier ein relativ kleines Loch haben, brauchen wir also einen relativ kleinen Flicken. So. Wenn ihr nicht wisst, wie man damit umzugehen hat, dann gibt es in diesen kleinen schönen Paketen auch Montageanleitungen. Da können wir ja schon mal raufgucken. Als erstes, man sucht das Loch. Zweitens, man raut es auf. Drittens, man trägt den Kleber auf. Viertens, mindestens 5 Minuten warten. Oder Verarbeitungszeit 5 Minuten. Das kann man so ein bisschen variieren. Fünftens Flicken auftragen, sechstens glatt machen und siebtens abziehen. So. Also, was haben die gesagt? Erst auftragen und aufräumen. Als erstes nehmen wir das Schleifpapier, was dabei ist. Rauen den Bereich ein bisschen auf. Hintergrund der Sache ist, wenn wir das aufrauen, hält der Kleber besser drauf. Und jetzt haben die geschrieben, Kleber auftragen. Das machen wir auch. Wir tragen jetzt großflächig den Kleber auf. So. Mal wieder zumachen. So. Wir haben ja das Tuch. Können wir den überschüssigen Kleber abtrocknen. Jetzt holen wir den Flicken raus. So sieht der Flicken aus. Den kleben wir jetzt auf diese Stelle auf. Drücken das so ein bisschen an. So, das haben wir gemacht. Dann warten wir ein Weilchen. Und wenn wir damit fertig sind, ziehen wir die oberste Folie von den Flicken wieder ab. So. Also, warten. Wie ihr gesehen habt, haben wir gestern den Flicken auf den Pool gesetzt. Und den werden wir heute mal aufpumpen und sehen, ob er dicht ist. Wie ihr seht, ist der Pool hier drauf, ist der Flicken hier drauf. So, dazu werden wir die Pumpe anschließen. In diesem Fall haben wir eine Handpumpe. Und dann werden wir mal gucken, ob er dicht ist. So, wie ihr gesehen habt, der Pool ist aufgepumpt, der Flicken hängt auch hier oben drauf, ist also schön geworden. Das also heißt, viel Spaß beim Nachmachen und tschüss, euer Roman.